Ja, hallo, Frau Weiss-Freunde, YouTube-Kanal Krieg 79. Donnerstag, der 12. September. Ich versuche mich als Maler. Ich gehe zu den Malern. Ich bin hier in der Mosterei, respektive im Raum neben der Mosterei. Hier ist ja die Mosterei selber, der Raum. Hier hat sich einiges verändert. Wir haben einen neuen Boden reingemacht, mit Plättli ausgelegt, die Wände gestrichen. Und jetzt dort haben wir noch einen Warmwasserboiler montiert. So. Und hier oben ist ja der Raum, wo ich den Most pasteurisiere. Und auch hier wird jetzt der Boden noch gestrichen. Die Wand habe ich schon. Und jetzt streiche ich noch den Boden. Und da habe ich heute Farbe geholt. Und das ist, die sieht ähnlich aus, oder die sieht fast gleich aus wie die Farbe dort an der Wand. Ja. Ist eine Zweikomponentenfarbe. Die habe ich jetzt schon abgemischt. Und ja, jetzt male ich das mal und dann schaue mir, wie weit ich komme. Und sonst muss ich dann morgen vielleicht noch mal etwas Farbe holen. Gut, ich fange mal an. Und wenn es dann wirklich gut klappt, filme ich das Ganze noch. Ja, wir fangen einfach mal an. So, voilà. Nach einer Büchse Farbe sieht es so aus. Das Problem ist, dass der Gussboden, der Betonboden nicht so ganz eben ist. Also mit dem Roller, es hat da Stellen, wo ich es noch nicht sauber deckend auftragen konnte. Das muss ich morgen dann mit dem Pinsel nachbessern. Auch hier ist es ziemlich extrem. Aber da, wo der Beton schön glatt ist, da geht's recht gut, da geht's ganz gut. Aber hier wird es dann auch wieder ein Problem werden, weil hier ist ziemlich, uneben. Aber ja, nun, wäre fast besser gewesen, man hätte es gespritzt mit einer Spritze. Das wäre wohl fast besser gegangen. Ja, nun, jetzt mache ich es halt mit dem Roller. Geht ja auch. Braucht einfach etwas mehr Zeit dann zum Nachbessern. So, machen wir die zweite Büchse an. Ich zeige euch noch kurz, wie ich das mache. So, da. Den hier so rein und dann kann das schön regelmäßig rundherum, ist dann die Walze mit Farbe gefüllt. Das Ganze hier so aufgetragen. Ja, jede Unebenheit wird schwieriger zum sauber malen, streichen das Ganze. Ich bin mir sicher, jeder Maler, der das beruflich macht, der lacht sich kaputt ab meiner Art und Weise, wie ich das hier mal. Okay, ich mache jetzt weiter und probiere mal euch das Endergebnis dann zu zeigen. Gut,
Soweit mal. Adios. So, die einige Zeit später. Sieht so aus. Drei von diesen Konserven habe ich gebraucht. Geplant wären eigentlich zwei gewesen. Ich muss nochmals bestellen beim Fachgeschäft. Der kann mir das wunderbar wieder richten. Man sieht es gut. Stellenweise hat es nicht schön gedeckt. Vor allem hier, wo der Beton sehr rau ist. Das ist der älteste Teil, der betoniert ist. Der ist sehr rau. Und mit dem Roller konnte man da nicht so gut das Ganze anstreichen. Dort hinten ist der neue Teil, der ist sehr gut geworden. Und hier vorne habe ich mit dem Pinsel all diese Löcher noch gefüllt mit Farbe. Und auch hier an der Wand entlang muss ich dann noch dasselbe dort auf dieser Seite. Aber jetzt muss das zuerst trocknen und morgen kann ich das dann noch machen. Wenn es die Zeit zulässt, ja, es muss zulassen, weil ich muss dann noch ämden und ich habe heute noch gemäht, muss das noch kreiseln. Morgen möchte ich noch Silage mähen. Ja, es gibt viel zu tun. Das Wetter passt, ist super. Bis Sonntag, Montag müsste das Wetter noch ganz gut sein. Nachher auf Dienstag, glaube ich, kippt es dann wieder. Dann kommt eine Kaltfront und dann ist es wieder etwas anders. Gut, also das war's. Boden streichen, Fußboden von der Mosterei streichen, malen, oder wie man dem sagen will. Natürlich nicht wirklich professionell. Ich glaube, ein Berufsmaler, der lacht sich kaputt ab meinem Film. Aber ist jetzt halt so. Mal sehen. Vielleicht sieht es ja morgen nach dem zweiten Durchgang ganz anders aus. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Habt's gut zusammen. Tschüss.